So, weiter geht's. Mit der Aufgabe, warum verrotten die Mumien? Müssen wir darüber sprechen. Ja, dies ist das Tor zum Ibu, zum Ort der Läuterung. Die Toten werden von ihren Familien hergebracht. Wir waschen sie mit den Tränen, die die Götter bei Osiris Tod vergossen. Vielleicht ist es auch nur Wasser. Wer weiß. So früh werden die Mumien sicher noch nicht manipuliert. So. Der Mann ist vermutlich unschuldig. Was machst du? Ja, ja. Hallo. Du willst wissen, was ich hier mache. Ich wasche die Körper der Toten. Es ist eine Arbeit. Und die mache ich seit 10 Jahren. Da gibt es wenig zu erzählen. Ein Mann von meinem Schlag. Aber nicht ganz unverdächtig. Ist deine Neugier befriedigt? Nein. Noch nicht. Mach schneller. Du störst unsere Arbeit und die Totenruhe. Wenn du im Namen des Hohepriesters hier bist, musst du ein mächtiger Mann sein. Ich muss hier stehen, damit ich sehe, was du tust. Da bist du nicht der... Ach, du gehst mir auf den Sack gerade. Da ist was. Erzähl mir Näheres über deine Arbeit. Schön. Nach dem Auswaschen mit Palmwein wird alles mit Myrrhe und Cassia ausgestopft. Wenn du mehr wissen willst, lies Herodot, anstatt mich zu löchern. Den Vater der Lügen. Er soll überschätzt sein. Ich rede nicht mit jemandem, der den großen Herodot schmäht. So, da vorne ist doch irgendwas, oder? Haben wir das schon gehabt. Ich möchte dich wirklich nicht zum Feind haben. Ich habe keine Feinde und auch keine Geheimnisse. Und so entfernen wir das Gehirn, nutzloses Organ. Nun werde ich die Flanke öffnen und entnehme die Leber, den Magen, die Lungen und den Darm. Sie verwesen als erste Teile des Körpers. Faszinierend. Wir kriegen hier fast nie Besuch. Komm jederzeit gerne vorbei. Freundlichkeit ist ein guter Deckmantel. Aber ich verdächtige ihn nicht. Gut. So. Wobei ich geheilt bin, sage doch zu dem auf seiner Flut. Friede sei mit dir. Ich möchte... Siehe, der Vorder... Der Vorderschenkel ist an den Nacken gefügt. Hättet ihr ein... Dein Gesicht ist das eines Windhundes, dessen Nase den Schrein zu meinen Füßen wittert. Das ist nicht sehr nett. Ich bin nie aus Priestern schlau geworden. Nee, da kommt auch manchmal sehr viel Spaß drin raus. Meiner Meinung nach. So, jetzt möchte ich mit dir kurz quasseln. Wie lange sind sie schon tot, wenn du sie bekommst? Ein paar Tage. Die Familien bringen sie nicht sofort hierher, damit wir sie nicht schänden können. Warum hat man dich ausgewählt, die Hinterbliebenen zu begrüßen? Hallo, bleib mal hier bitte. Ob wir heute wohl ein paar Hübsche kriegen? Ob wir heute wohl ein paar Hübsche kriegen? Ob wir heute wohl ein paar Hübsche kriegen? Ja, ich würde gerne mal was anderes hören. Angeblich hat der... Ich rede nicht mit jemandem, der den großen Herodot schmäht. Ach du schon, ja. So. Schon gefunden, wonach du suchst? Nö. Wobei ich geheilt bin. Ich bin der, der aus der Enge der Tür des Lichts herausgeht. Großer dunkler See. Nee, das ist nicht das Richtige. Großer dunkler See ist mein Name. Arbeitest du da vielleicht mit Salz?
kein Salz. Natron, es trocknet den Körper aus und verschandelt mir die Hände. Ich habe überall Verbrennungen, aber in letzter Zeit ist es besser. Ist das Natron irgendwie anders? Die Textur ist leicht verändert. Pulvriger. Sie müssen einen neuen Zulieferer haben. Wenn du mehr über Natron wissen willst, sprich mit dem Mann da hinten. Wenn Natron die Körper austrocknen soll, dann stimmt wohl etwas mit dem Natron nicht. Ich sollte mit dem Arbeiter draußen reden. Das machen wir doch glatt. Ich nehme mal wieder den einfachen Weg für mich. Über das Dach einfach. Na, kann ich dich wieder quasseln? Darf ich dich? Jetzt. Ihr trocknet die Leichen mit Natron? Hm. Wer bist du denn? Ein Tempelinspektor. Klar, wird auch Zeit, dass du kommst. Memphis stinkt seit Monaten wie die Pest. Ich vermute ein Problem mit dem Natron. Woher stammt es? Ganz aus der Nähe. Wird von guten Männern am Kanal bewacht. Vorsicht vor Krokodilen. Und Echsen. Sagtest du Echse? Sagt dir das etwas? Man munkelt so etwas in der Taverne. Nur Gerüchte. Wenn du nichts Handfestes bieten kannst, gehe ich wieder. Warte. So viel kann ich dir sagen. Unser Natron ist verunreinigt. Mit Sand. Geh zum Lagerhaus, gleich nördlich vom großen Tempel. Die Götter seien mit dir. Die Mumien verrotten also wegen des unreinen Natrons. Dann sehen wir mal in dem Lagerhaus nach, von dem er sprach. Reiches Lagerhaus mit dem gestreckten Natron. So. Wie man das besser als Quizung macht, ich bin halt gerne jemand, der oben mal übers Dach läuft. Erstens habe ich einen Überblick und zweitens kann ich da vielleicht den einen oder anderen Attacke holen. Ich gehe mal davon aus, dass das Lagerhaus bewacht sein dürfte. Mit ziemlicher Sicherheit. Aber es ist ja nicht das da, sondern das dahinter. Hier sollte ich unentdeckt bleiben. Thank you.
So, eigentlich wollte ich das Lager ausmachen. Hier ist das Lagerhaus. Ich muss vorsichtig sein. Wir kennen Feinde. Nur die Schuldigen entehren die Unschuldigen. Mögen die Götter gnädig sein. Salz ist billig. Es steckt mehr als Gold hinter den Verbrechen. Gold hatte damit nichts zu tun. Ein Priester mit einer blauen Schärpe hat es angeordnet. Das hat er mir angetan. Er sagte, er täte dasselbe mit meiner Tochter. Ach du Scheiße. Ich brachte das Unheil über die Stadt, nur um sie zu schützen. Ich schwöre es. Bitte. Hilf mir und ich beende es. Hier. Ich behielt sie. Nimm sie. Ich schicke den Verfasser zur Verschlingerin. Das Siegel des Anubis. Ein Priesterstab. Mal wieder ein Priester. So, okay. Ach ja. Also, wo bin ich überhaupt? Gut, ich kann keine Dings markieren. Ich krieg die schon down. Hey, was? Hey! Ich töte dich! Verdammt! Da hat wohl doch so ein Scheißkerl. Dann machen wir dich wieder zu Kleinholz. Schlafen die Toten von Memphis wieder ruhig. Gut, für die vier Köpfe brauche ich jetzt nicht unbedingt. Brauche ich sehr mutig. Gut. Damit haben wir die Quest abgeschlossen. Und wenn ich nach meinem Bruder wieder da bin, glaube ich, wenn wir 10 Folgen haben. Ich bin immer trotzdem die Folge, vielleicht geht es nochmal eine weiter. Ansonsten sehen wir uns nach meinem Urlaub wieder.